Hallo ihr Lieben. Ja, ich hoffe, man hört den Regen im Hintergrund jetzt nicht zu laut. Aber ja, ich habe ein neues Video zum Thema Hintergrundtechniken für euch. Und zwar, ja, habe ich mir Folgendes überlegt. Ich zeige euch heute die Embossing-Resist-Technik. Ich weiß nicht, ob ihr die schon kennt, aber ich finde sie auf jeden Fall ganz schön. Und da habe ich mir einmal das Set Frei wie ein Vogel ausgesucht aus dem neuen Hauptkatalog. Und da nehmen wir uns jetzt diese kleine Blüte und stempeln die mit dem Versamark. Einfach so auf den Hintergrund. Also oder auf das Flüsterweiß, wie wir es gerne hätten. Einfach so, wie man es gerne haben möchte. So. Dann brauchen wir transparentes Embossingpulver und eine andere Unterlage. Ich nehme da mal ein in der Mitte gefaltetes A4-Blatt. Ich finde, das funktioniert ganz gut damit. Und das transparente Embossingpulver kippe ich da jetzt einfach einmal so komplett drüber. Jetzt, das muss ich wahrscheinlich mehrmals machen, weil ich ja die ganze Karte jetzt bestempelt habe. Weil ich möchte natürlich, dass an allen Blüten auch Pulver hängt. Und nach Möglichkeit natürlich auch nur an den Blüten. Ich habe leider noch keinen Embossing-Buddy. Das ist definitiv das nächste, was ich mir bestellen möchte. So, das restliche Pulver kommt jetzt einfach einmal zurück in die Dose. Dann wäre es das Ganze auch schon. Jetzt muss ich mal eben meinen Föhn raussuchen. Das habe ich nämlich tatsächlich ganz vergessen, weil Embossen ohne Embossingföhn oder ohne Erhitzungsgerät, wie es ja bei Stamping Up so schön heißt, wäre natürlich eher sinnfrei. Ja, ich habe jetzt zwar nicht das Erhitzungsgerät von Stamping Up da, aber ich suche das mal eben raus und dann bin ich gleich wieder da. So, da bin ich wieder mit meinem Erhitzungsgerät. Jetzt wird es ein bisschen lauter, weil wir müssen das ja natürlich embossen. Versucht das mal so in die Hand zu nehmen.
So, jetzt sind alle Blumen embossed. Und was ich jetzt mache, ich nehme nochmal mein Hintergrund, mein Schmierpapier. Und jetzt gestalte ich mir den Hintergrund weiter, indem ich mir Osterglocke nehme als Stempelkissen. Und einfach da drüber gehe und mir den Flüsterweiß und den flüsterweißen Farbkarton dann in Osterglocke einfärbe. Und ihr seht schon, die Blumen, die Stellen, wo ich ein Transparent embossed habe, bleibt das halt weiß. Und ich habe nur drumherum das Gelb, die Osterglocke. Oh, hier ist etwas Pulver daneben. So. Das mache ich jetzt, bis ich das komplette Stück Flüsterweiß eingefärbt habe. Hier war eine Stelle dabei, wo noch nicht richtig embossed war. Aber das macht an sich auch nichts. So, also ihr seht, ne, da wo ich jetzt die Blumen embossed habe, ist es weiß geblieben. Und ja, somit habe ich da auch einen wunderschönen Hintergrund damit. Und was ich jetzt gerne noch machen möchte, ich möchte da ganz gern hier diesen großen Vögel drauf haben. Und dann nehme ich mir einfach ein weiteres Stück Flüsterweiß. Ich habe mir hier schon einige zurechtgeschnitten auf 10x15. Nee, nicht 10x15, 10x14. Für die Hintergrundtechniken reicht der Acrylblock noch. Ja, gerade so eben. Und auf jeden Fall stempel ich mir das jetzt einmal in Stay Sun. Ja, aber dann stempel ich mir das lieber auf Aquarellpapier. Das habe ich mir auch schon zurechtgeschnitten. So, und das stempel ich mir jetzt hier einfach einmal auf. Ja, ein schöner Stempelabdruck ist irgendwie was anderes, aber naja, es wird wohl gehen.
So, das Stempelkissen eben wieder zu, damit das nicht austrocknet. Und jetzt möchte ich mir das gerne mit den Aquarellbuntstiften kolorieren. Dafür brauche ich noch meinen Wassertankpinsel, wenn ich jetzt wüsste, wo ich ihn habe. Ah, ich habe ihn gefunden. Ja, ich denke, ich möchte ganz gern die Vögel an sich erstmal in Espresso. In Espresso, ja. Und was nehme ich dazu? Ich nehme dazu Flamingo Rot, oder? Nee, ich nehme. Was nehme ich denn dazu? Ach, ich nehme Calypso. Die Kombination fand ich beim letzten Mal ganz schön. So. Diejenigen, die beim letzten Mal mein Video zu dieser Verpackung angeguckt haben, wo ich auch schon den Vogel koloriert habe, die sehen jetzt den Unterschied zwischen Aquarellpapier und Flüsterweiß. Die Farben sind, wenn ich Aquarellpapier nehme, natürlich deutlich, deutlich intensiver. Aber ich möchte jetzt nicht behaupten, dass das auf dem Flüsterweiß gar nicht funktioniert. Es funktioniert, aber halt noch nicht so gut, ne? Jetzt noch der letzte. Und der Rest, den mache ich in Calypso.
Dann mache ich noch mal eben schnell den Baumstamm auch in Espresso. So, dann nehme ich Olivgrün für die Blätter. Ich finde, das geht so schnell mit den Aquarellbuntstiften und der Effekt, der ist so schön. Ich liebe diese Stifte einfach. Zumal ich sagen muss, ich habe vorher schon einiges an Aquarellbuntstiften ausprobiert. Teure, günstige, wirklich viel. Und das sind die ersten, mit denen ich so wirklich richtig zufrieden bin. So, dann brauche ich für die Blüten noch eine Farbe. Dann nehme ich Wassermelone. Oder, nee, ich nehme Himbeerrot. Himbeerrot gefällt mir ganz gut. So, dann fehlt noch Osterglocke für die Schnäbel. Was ich immer ganz schön finde, dass man den Hintergrund auch noch so ein bisschen mitgestaltet mit den Aquarellstiften. Das mache ich jetzt einfach mal in Pazifikblau, ein bisschen, dass das so ganz leicht wirkt, wie so Himmel, den man im Hintergrund hat.
So. Das wäre es dann. Ich koloriere so gern mit diesen Aquarellstiften. Ja, das ganze Motiv, das schneide ich mir jetzt einfach mal so ein bisschen drumherum ein bisschen aus. Ich mache das auch gerne eher grob, dass ich halt wirklich von diesem Hintergrund, den ich jetzt mitkoloriert habe, auch noch ein bisschen was sehe. So. Und dann kann ich mir das hier in die Mitte aufkleben. Das mache ich mal mit dem Tombow. Oder so ein bisschen weiter nach oben und dann kann man darunter auch noch einen Spruch machen. Das machen wir einfach. Ja. Drehe das noch einmal um, dann kann ich das richtig schön feststreichen. Und jetzt kann ich darunter mir noch einen Spruch stempeln. Ich finde den hier ganz schön. Danke dafür, wie du bist. Den stempel ich mir jetzt einfach da einmal drauf. Das mache ich jetzt einfach in, ja, in welcher Farbe machen wir das denn? Ich finde Sahara-Sand dazu ganz schön. Das finde ich in der Kombination mit Osterglocke schön. Und damit hätten wir einen weiteren Kartenaufleger fertig. Das ist die Embossing Resist Technik. Ich weiß nicht, ob ihr die schon kanntet, aber falls noch nicht, kennt ihr sie jetzt. Ich persönlich finde diese Technik ganz schön. Deswegen wollte ich sie ganz gerne mit aufnehmen. Aber ja, ich habe auch noch einige weitere Techniken für euch und ich hoffe, ihr bleibt dran und guckt weiter die Videos. Und ich würde sagen, das war's dann für heute. Dann sehen wir uns nächstes Mal. Tschüss!